versucht ihr es immer wieder. Unmöglich. Patronen für mich! Noch nicht gefunden. Eine Herausforderung. Such weiter. Ich brauche mal eine Sekunde.
Ich bin erledigt. Und wir sind wieder da. So lange, bis wir wieder weg sind. Ich habe dir gute Nachrichten versprochen. Und du sollst sie haben, bevor der Generator ausgeht. Du und ich und 7 Milliarden andere Leute sind vom Sturm überrascht worden. Aber irgendjemand da draußen wusste, dass er kommt. Leute, wir müssen uns mal über Wintertech unterhalten. Die größte Technologiefirma der Welt geht über Nacht pleite. Massenentlassungen, Geschäftsschließungen. Niemand von der Firma macht den Mund auf. Weißt du noch? War doch seltsam, oder? Naja, ganz so war es nicht. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Wintertech ist nicht pleite. Sie wussten, was kommt und haben Vorbereitungen getroffen. Auch wenn das verlockend klingen mag. Aber ich habe gute Neuigkeiten. In den Atlas ein. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Es kommen Berichte rein, sogar aus Steinwald, dass es experimentelle Wintertech-Geräte gibt, Sturmschilde und Heimatbasen. Denkt mal darüber nach. Als ich sagte, dass man nicht einfach aufgeben und sterben soll, dabei hatte ich mir etwas gedacht. So etwas sag ich nicht zum Spaß. Ich brauche eine Pause. Ressourcen sind da! Holt sie euch!
habe Grund zu der Annahme, dass die Leute, die die Basen gebaut haben, noch leben. Und sie arbeiten an einer Heilung für diese Wolkenpest. Und es gibt da sogar ein Gerücht. Das ist genug, Blueglow. Now build defenses around the Atlas and activate it when you're ready. Könnte einen Heimaturlaub vertragen. Vielleicht, geht's. Du hast 5 Sekunden Zeit, es dir anders zu überlegen. Du schaffst es, Kommandant. Genauso. Party! Sehen. Ich hab das für euch.
Ich hab da was! Die Festung ist in Gefahr! Jetzt bist du tot. Warte nur. Erwischt. Kugel. In der Luft. Nach oben!
müssen diesen DJ finden. Vielleicht kann Lars helfen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Zeit für außerschulische Aktivitäten ist, kleiner Roboter. Ja, Lars? Wir haben ein zyklonales Sturmsystem der Kategorie 4 mit erhöhter Mutagennebelaktivität. Und, es scheint kaum noch zu bremsen zu sein. Was? Es ist der Sturmfront entkommen und zieht seither nur mehr flauschige Wolken hinter sich her. Siehst du diese Projektion? Ergibt das für dich Sinn? Nein, aber Kommandant, es befinden sich Überlebende auf dem Weg des Sturms.